jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Vielleicht sehen wir die Sache an diesem Sonntag erstmal von der positiven Seite. Es gibt in Deutschland 2019 noch eine ganze Menge Ecken, an denen wir ungestört sein können vom allumfassenden Smartphone-Erreichbarkeitswahnsinn. Ich kann nicht telefonieren, ich sitze im Zug. Die Entschuldigung wird jeder sofort glauben, der mal eine von diesen Konversationen mitgemacht hat, wie sie zigtausendfach stattfinden, jeden Tag. Es gibt in Deutschland weiße Flecken ohne jeden Handyempfang. Geschichten von Reisenden, die berichten, selbst in Senegal sei das Handynetz besser als bei uns, sind mittlerweile mehr als nur Party-Smalltalk. Zumal in einer Gesellschaft, die ohnehin zunehmend das Gefühl hat, diese reiche Industrienation pfeift in Sachen Infrastruktur häufig auf dem letzten Loch. Lückenlose Versorgung mit Mobilfunk ist überfällig, hat der zuständige Minister erkannt. Die Regierung will Geld locker machen, hat das Thema heute auf ihre Klausurtagesordnung gesetzt. In Meseberg bei Berlin. Idyllische Gegend, etwas abgelegen. Und gleich die Frage, gibt's Netz? Bettin. Ja, es gibt vollen Empfang im brandenburgischen Meseberg. Die Kanzlerin und ihr Kabinett sind also erreichbar bei der Digitalklausur. Längst keine Selbstverständlichkeit. Die vielen Funklöcher will die Regierung jetzt stopfen. Graue und weiße Flecken, die wir uns zum ersten Mal staatlich annehmen mit Förderprogrammen und mit einer Mobilfunkstrategie. 5000 Masten, die dazu führen werden, dass wir 99,95% der Haushalte versorgen. 1,1 Milliarden Euro will der Bund zum Löcherstopfen locker machen. Eine Gesellschaft ist geplant, die den Ausbau unterstützt und zur Not selbst Funkmasten in Auftrag gibt. Generell sollen Genehmigungsverfahren für solche Funkmasten erleichtert und öffentliche Liegenschaften häufiger als Standort freigegeben werden. Gut gemeint, aber reicht nicht, sagt die Opposition. Wir sind die rote Laterne in Europa beim Thema Mobilfunkabdeckung. Wir brauchen überall flächendeckend zuverlässigen Mobilfunk. Aber die Vorschläge, die die Bundesregierung jetzt macht, sind gnadenlos unterfinanziert. Zweiter Schwerpunkt, die digitale Verwaltung. Alle staatlichen Leistungen auch online, das ist das Ziel. Die Familienministerin soll jetzt vorangehen und die Behördenrennerei nach einer Geburt digital überflüssig machen. Diese vier Leistungen, Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag und Geburtsanzeige sollen künftig in einem digitalen Format miteinander verbunden werden. Bis morgen noch dauert die Digitalklausur in Meseberg. Im benachbarten Ort Keller übrigens wäre es schwierig geworden. Dort steckt man nämlich voll im Funkloch. Ja, ich stecke im Funkloch. Das ist so ein typisch deutscher Satz. Ärgerlich, wenn es zwischendurch passiert. Existenzbedrohend, wenn man im Funkloch lebt und dort Geld verdienen muss. Bernd Mosebach jetzt mit einer Reportage aus einer Gegend, in der es besonders häufig heißt, kein Anschluss unter dieser Handynummer. Ja, ich bin's, Norm. Hi, na? Wie viele Krankenstände haben wir heute Morgen bei den Monteuren? Also zurzeit haben wir 1, 2, 3, 4, 7 Krankmeldungen erhalten. Jan Framke auf dem Weg zu einer seiner Baustellen. Fertighäuser sind sein Geschäft. Er ist Chef der Bauleitung. Hallo, sprech mal deutlicher. Und dann ist die Leitung tot. Willkommen im Funkloch. Hallo. Und jetzt ist die Verbindung weg. Framke baut mehr als 600 Häuser im Jahr. Monteure brauchen Anweisungen, Kunden brauchen Betreuung. Wir haben eben die Problematik, dass bei uns dann im Haupthaus die Kunden anrufen und sich da beschweren, dass der Bauleiter einfach aufgelegt hat. Auch diese Situation hatten wir schon gehabt, wo wir dann den Kunden besänftigen müssen und ihm mitteilen müssen, das liegt am schlechten Telefonnetz. Im Nordosten gibt es die meisten Funklöcher. Das soll sich jetzt ändern. In dieser Woche hat der Landtag beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Eigentlich waren bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen durch den Bund die Mobilfunkanbieter verpflichtet worden, die Funklöcher zu stopfen. Doch auf die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung will man hier nicht warten. Aber nehmt zur Kenntnis, dass unser Wunsch der Bund macht es oder er sorgt dafür, dass die Privaten machen, beides nicht gelingt.
Und wir glauben hier im Lande für die Entwicklung, dass das so bedeutsam ist, dass wir es selber machen. Aber eigentlich sind wir bloß der Notnagel, der sich jetzt in die Lücke schmeißt, die andere nicht schließen. Druck kommt auch vom eigenen Koalitionspartner. Die CDU hat eine App geschaltet, mit der man Funklöcher melden kann. Fast 17.000 sind es bisher. Das Land will nun selbst Funkmasten bauen. 230 Masten für 58 Millionen Euro. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir haben so viele Funklöcher, dass es die Wirtschaft gefährdet ist, dass wir Wettbewerbsfähigkeit verlieren und die Leute auf dem Baum sind. Das Land geht beim Mobilfunk seinen eigenen Weg. Unterstützung durch den Bund, wie heute in Meseberg angekündigt, ist natürlich willkommen. 75 Baustellen gleichzeitig betreut Chefbauleiter Framke zurzeit. Ein Drittel seiner Arbeit besteht aus Telefonieren. Nee, das wird nichts. Ich geh noch mal raus, vielleicht können wir uns da besser. Ich habe dann keinen Empfang. Es müsste zügig ein Netzausbau passieren. Und für meinen Geschmack ist das schon über Jahre notwendig und dringend notwendig. Und es wurde ganz einfach zu viel Zeit verpasst. Und so muss Jens Framke erstmal weiterhin viel seiner Zeit damit verbringen, sich durch Funklöcher zu kämpfen. Selbst dem Bundeswirtschaftsminister ist es, wie er sagt, total peinlich, im Auto mit Kollegen aus anderen Ländern verbunden zu werden, weil er jedes Mal aus dem Netz fliegt. Anke Domscheit-Berg ist Digitalexpertin der Linkspartei. Sie sitzt im Beirat der Bundesnetzagentur. Sie lebt in Fürstenberg an der Havel, im äußersten Norden von Brandenburg, einer Gegend, die von Funklöchern durchsetzt ist. Können Sie mich hören? Guten Abend, Frau Domscheit-Berg. Guten Abend, Herr Sievers. Erleben Sie denn jetzt im Moment bei sich, dass es dann doch aufwärts geht, langsam, aber immerhin? Nein, das kann ich nicht sagen. Wir hatten sogar gerade einen besonders dramatischen Fall ein paar Kilometer südlich von Fürstenberg an der Havel, wo auf der Bundesstraße 96 ein Verkehrsunfall mit einem sehr schwer Verletzten stattgefunden hat und die Ersthelfer fast einen Kilometer laufen mussten, um überhaupt den Notruf zu wählen. Das sind wirklich keine Luxusprobleme. Es kann auch um Existenz gehen. Wir sehen, es geht um Leben und Tod, in Einzelfällen zumindest. Jetzt haben wir heute die Klausur der Bundesregierung erlebt, die neue Mobilfunkstrategie, die sie da klar machen möchte. Mehr als 1 Milliarde für neue Funkmasten. Das heißt, der Staat nimmt es jetzt selbst in die Hand. Wie sehen Sie das? Ist das jetzt endlich mal was Handfestes oder nur das Eingeständnis, dass es der Markt nicht leisten kann und wird? Na, zum einen ist es ja schon mal festzustellen, dass erst im Jahre 2019, am Ende dieses Jahres, überhaupt eine Strategie vorgelegt worden ist, obwohl wir seit vielen Jahren mit dem Problem zu kämpfen haben. Und wenn jetzt gesagt wird, da wird 1 Milliarde in die Hand genommen, da wurde auch dazu gesagt, dass diese Milliarde aus dem Sondervermögen digitale Infrastruktur kommen soll, die Versteigerungserlöse aus der Versteigerung der 5G-Lizenzen. Aber dieses Geld, das hat schon nicht gereicht für digitale Bildung und für den Breitbandausbau. Dafür war es vorgesehen. Jetzt soll es, ohne dass das Budget mehr wird, auch noch für ein drittes Megathema, nämlich das Stopfen der Mobilfunklöcher, reichen. Und da bin ich schon sehr skeptisch, dass das funktioniert. Jetzt ist es ja so, dass die Bundesnetzagentur durchaus immer wieder bei der Versteigerung dieser Lizenzen eine Mindestversorgung vorschreibt. 90, 95, 98, 99%. Warum reicht denn das nicht? Warum funktioniert das trotzdem nicht? Na, zum Beispiel, weil sie vorschreibt, dass es 98% der Haushalte sein sollen und nicht der Fläche. 98% der Haushalte, das sind nur 90% der Fläche. Und wenn man sich überlegt, inzwischen hat man sich ja auch sogar auf 99% geeinigt, aber auch das sind fast 1 Million Menschen. Und das ist nicht die 1 Million, die in Köln leben, sondern das sind 1 Million Menschen, die sich auf sehr, sehr viele kleine Gemeinden und Dörfer verteilen und damit immer noch große weiße Flecken ausmachen. Und dieses Ziel Haushalte statt Fläche ist schon ein falsches Ziel. Dann haben wir noch einen anderen Fehler bei der Versteigerung der Bundesnetzagentur durch die Bundesnetzagentur gesehen, nämlich dass man festgestellt hat, dass unsere Verkehrswege ja sehr oft, wie hier die B96, aber auch Autobahnen, auch Eisenbahnstrecken sehr oft kein Netz haben, weil dort ja auch keine Haushalte an der Straße wohnen, dass man das jetzt neu als Ziel aufgenommen hat. Das Problem ist aber, die Telekom-Unternehmen dürfen sich die Zielerreichung gegenseitig anrechnen. Es reicht also, wenn ein einziges der großen Unternehmen eine bestimmte Bahnlinie versorgt.
Für mich als Kundin, die vielleicht bei einem anderen Telekom-Unternehmen einen Vertrag hat, ist das dann aber immer noch ein Funkloch. Hm. Und das fehlt mir ein bisschen, dass man an das Reale denkt, wie es für die Leute vor Ort ist. Jetzt ist Hintergrund für all das natürlich, dass es wahnsinnig teuer, unbestrittenermaßen wirklich sehr, sehr teuer ist, das alles zu leisten, diese Mobilfunknetze aufzubauen. Das sagen die Telekommunikationsunternehmen. Und das stimmt auch. Es sind natürlich viele Milliarden, die da im Spiel sind. Können Sie verstehen, dass Telekom-Riesen sagen, Momente mal, gerade das letzte Prozent ist halt einfach zu teuer, als dass wir das machen können? Also das erklärt nicht, warum wir so schlecht sind als reichstes Land in Europa im Vergleich selbst zu Ländern wie Rumänien. Das ist wirklich eine Ausrede. Und wenn man sich mal anguckt, dass allein die Deutsche Telekom seit 2014 bis 2018 jedes Jahr zwischen 2 Milliarden und 3,5 Milliarden Gewinn gemacht hat, kann es so schlecht nicht sein, obwohl wir eine sehr schlechte Versorgung haben. Da sind also Mittel da und diese Einrichtung einer staatlichen Infrastrukturgesellschaft an und für sich ja durchaus eine mit linken Ideen kompatible Idee, die hier aber gerade so aussieht, als soll nur da, wo sich's halt gar nicht lohnt, der Staat das alleine bezahlen und da, wo man den Reibach machen kann, da machen es dann die Unternehmen. Und diese Trennung zwischen Markt und Staat halte ich für unglücklich. Da hätte man einfach vor ein paar Jahren schon klüger regulieren müssen. Und das staatliche Hinstellen von Masten löst ja auch gar nicht das Problem. Es fehlen ja auch noch viele Details. Wir wissen nicht, wer legt dann eigentlich die Glasfaser zu dem Mast, weil ohne das macht es gar keinen Sinn. Wer bezahlt die Wartungskosten? Gibt es überhaupt ein Nutzungsentgelt von den Telekom-Unternehmen, die so einen Mast benutzen? Hm. Und benutzen sie ihn überhaupt? Es gibt bereits Kommunen in Brandenburg, die haben so einen Mast selbst finanziert, aber kein Telekom-Unternehmen benutzt ihn. Und dann ist da immer noch ein Funkloch. Frau Domscheit-Berg, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, was auch aktuell Ihrer Meinung nach noch nicht stimmt. Sagen Sie uns doch noch, wie die Lösung aussieht. Also wie kommen wir tatsächlich zu einer Netzversorgung, die alle glücklich machen kann? Also was ich mir ganz dringend wünschen würde, ist, dass man einmal von dem Ziel Haushalte zu Ziel Fläche kommt, aber auch, dass wir die Grundlagen schaffen für ein regionales Roaming. Dass man zum Beispiel, wenn man schon sagt, dass die Unternehmen sich das gegenseitig anrechnen können an Bahnstrecken, an Autobahnen, dass man dann aber auch das jeweilige Netz benutzen kann als Kundin. Also jedes Netz, das da gerade da ist, kann ich dann benutzen. Und so könnte man es auch für die weißen Flecken machen, dass nicht in Großstädten, wo die Rendite hoch ist, am Ende 3 oder 4 Funkmasten nebeneinander stehen und für die Dörfer reicht es nicht, sondern dass man dann pro Funkzelle wirklich nur noch einen Mast stehen hat, den aber alle Anbieter auch benutzen können. Damit würde man mit viel weniger Mitteln viel mehr Fläche ausbauen können. Dazu brauchen wir aber regionales Roaming ins Gesetz geschrieben. Das ist leider mit der letzten Änderung des Telekommunikationsgesetzes nicht passiert. Grundsätzlich brauchen wir aber eine viel ehrgeizigere Einstellung, die eben nicht nur so verbal, wir sind die Gigabit-Gesellschaft sind, sondern die BNetzA zum Beispiel hat uns im Verkehrsausschuss gerade erklärt, dass ein sogenannter funktionaler Internetanschluss, auf den wir in Deutschland jede Bürgerin, jeder Bürger ein Recht haben, dass das mit 56 Kilobit pro Sekunde ausreicht. Dass man mal eine Vorstellung hat, das Heute-Journal von gestern mit dieser Geschwindigkeit heruntergeladen würde 2 Stunden und 40 Minuten dauern. Das ist kein funktionaler Internetanschluss. Solange wir solche Vorgaben noch haben und uns messen an Geschwindigkeiten, die vor 20 Jahren mal irgendwie aktuell waren, so lange wird es leider nichts werden. Sagt Anke Domscheit-Berg, Digitalexpertin der Linkspartei im Heute-Journal von heute. Herzlichen Dank, Frau Domscheit-Berg, fürs Gespräch. Dankeschön. Und mehr zur Digitalklausur der Bundesregierung und wie sie die Funklöcher stopfen will, gibt es bei uns im Netz auf heute.de. Jetzt weitere wichtige Nachrichten vor diesem Sonntag, Heinz. Die Grünen haben heute am letzten Tag ihres Parteitags in Bielefeld über Klimaschutz und Wirtschaft beraten. Sie haben das Ziel bekräftigt, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral werden soll. Der CO2-Preis soll 2020 bei 60 Euro je Tonne liegen. Über weitere Preissteigerungen entscheidet dann eine Kommission. Im Gegenzug soll es zur Entlastung der Bürger ein Energiegeld von mindestens 100 Euro jährlich geben. Ein weiterer Beschluss, die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. In Hongkong eskaliert die Lage zwischen Polizei und Anhängern der Protestbewegung immer mehr. Die Polizei hat nun gedroht, wenn nötig, auch scharf zu schießen.
Am Abend verbarrikadierten sich Demonstranten in einer Universität. Mit Molotow-Cocktails versuchen sie, den Vormarsch der Polizisten aufzuhalten. Der Protest gegen den Einfluss Chinas in Hongkong dauert schon mehr als 5 Monate. In Iran sind bei den Protesten gegen die Regierung offenbar mindestens 2 Menschen getötet worden. Rund 1000 Personen wurden laut Medienberichten festgenommen. Die Schäden durch die Proteste sind enorm. Viele Gebäude und Autos wurden in Brand gesteckt und zerstört. Die Wut richtet sich gegen die Entscheidung der Regierung, Benzin zu rationieren und die Kraftstoffpreise zu erhöhen. Trotz der Unruhen verteidigt der Irans geistliches Oberhaupt Khamenei die Entscheidung. In Deutschland ist heute am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror erinnert worden. Im Bundestag gab es einen Gedenkakt und Bundespräsident Steinmeier nahm außerdem an einer Kranzniederlegung in der Gedenkstätte Neue Wache in Berlin teil. Auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee gedachte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer der im Ersten Weltkrieg getöteten jüdischen Soldaten. Starkregen und Schnee haben in Österreich zu zahlreichen Lawinenabgängen mit Stromausfällen und Straßensperrungen geführt. So war auch die Brenner-Autobahn zwischen Italien und Österreich zeitweise gesperrt. Lange Staus waren die Folge. Weiter westlich, in Südtirol, traf eine Lawine ein Dorf. Der Schreck war groß, aber alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Viel romantischer geht's nicht als Venedig im November. Zumindest ist das das Bild im Kopf, wenn man nicht in Venedig ist. Küsse am Kanal, während sich der Nebel über diese einzigartige Stadt legt. Dieser November zeigt ein anderes Bild. Venedig lebt schon immer mit dem Hochwasser, aber noch nie. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war der Wasserpegel 2-mal im Jahr über die Marke von 1,50 Meter gestiegen. Und heute tut er das bereits zum 3. Mal innerhalb einer Woche. 1,50 Meter. Das heißt Alarmsirenen, vollgelaufene Wohnhäuser, zerstörte Kunstschätze, weltberühmte Kirchen unter Wasser. Es heißt aber auch Geldgier, Korruption und bürokratische Unfähigkeit, die dazu führten, dass die Stadt dem Element, das sie groß gemacht hat, jetzt schutzlos ausgeliefert ist. Denn genauso schwammig wie das Brackwasser der Lagune sind bislang die Ideen, das Gesamtkunstwerk Venedig vor dem Untergang zu schützen. Kamran Safjarian berichtet. Franco Lupino hat einen Souvenirladen im Zentrum von Venedig. Seit Jahrzehnten verkauft er hier seine Andenken. Er hat schon das große Hochwasser von 1966 erlebt. Die Flut jetzt bedroht seine Existenz. Es gibt hier nichts, was noch gerettet werden könnte. Wir werden versuchen, die Ware mit Wasser abzuwaschen, aber wir sind komplett ruiniert. Ganz Venedig ist ruiniert. Es ist ein Desaster. Ein Desaster für die traumhafte Lagunenstadt, der Markusplatz, dort, wo normalerweise tausende Touristen stehen, unter Wasser. Vorwärts geht es nur mit Gummistiefeln. Manche nehmen es mit Humor. Am Mittag erreicht der Pegel 1,50 Meter. Straßen, Hotels, Geschäfte sind überschwemmt. Die Krypta des Markusdoms wurde komplett geflutet. Jede zweite Kirche ist beschädigt. Auch in das weltbekannte Opernhaus La Fenice ist Wasser eingedrungen. Venezianer und Touristen verzweifelt. Mir tut das so leid für die Menschen hier. Der Meeresspiegel steigt und Venedig sinkt immer mehr ab. Wenn wir für die großen Schiffe immer tiefer baggern, dann ist es normal, dass das Wasser schneller in die Lagune reinfließt. Die Lagune ist eigentlich nur 1,5 Meter tief. Die für die Schifffahrt ausgebaggerten Kanäle aber bis zu 12 Meter. So kann das Wasser schlecht abfließen. Und eigentlich sollten Barrieren Venedig vor dem Wasser schützen. Das sogenannte Flutschutzsystem Mose sollte das Wasser an 3 Laguneneingängen abwehren. Seit 2003 wird daran gebaut. Längst sollte das Milliardenprojekt fertig sein. Doch Korruption und Skandale verzögerten den Bau. Viele in Venedig sind sauer. Auch Franco Lupino, der Souvenirladenhändler. Das ist doch alles Mist, alles Lügen. Das Mose-Projekt bringt überhaupt nichts. Es hat Milliarden verschlungen. Sie haben alles unter sich aufgeteilt. Derzeit stehen rund 70% Venedigs unter Wasser. Der Bürgermeister schätzt die Schäden auf 1 Milliarde Euro. Dieses Wasser hat die Stadt zerstört. Die Venezianer gehen aber nur in die Knie, wenn sie beten.
Venedig wird wieder aufstehen. Noch aber fließt das Wasser ungebremst und bedroht das UNESCO-Welterbe Venedig. Und die Hochwassersaison ist noch nicht vorbei. Eine Woche nach dem Jahrestag des Mauerfalls haben heute die Tschechen einen Termin zum Feiern, aber keine wirkliche Lust. Vor 30 Jahren endete die kommunistische Diktatur in der damaligen Tschechoslowakei. An diesem Wochenende ist wieder eine 250.000 Menschen auf der Straße, um gegen die aktuelle Regierung zu protestieren, der sie Korruption vorwerfen. Vor 30 Jahren haben die Tschechen gemerkt, wie viel Macht die Idee von Freiheit und Demokratie entfalten kann. Heute liegt über allem die Frage, was ist schiefgelaufen seit der samtenen Revolution damals? Ein Demonstrant sagt, die Demokratie bei uns ist krank. Sie ist wie ein Garten, der mit Unkraut zuwuchert, wenn man sich nicht um ihn kümmert. Britta Hilpert hat einen begleitet, der damals dabei war und heute wieder. Ob Tschechen nun feiern oder demonstrieren, Tomki Nemec steht immer am Rand und guckt. Sei es zu Zeiten von Václav Havel oder heute beim Festival der Freiheit, typisch Fotograf. 30 Jahre samtene Revolution feiern sie heute in Prag. Nemec war dabei, als sie hier begann. Spezialkräfte haben die Leute hier eingekesselt und brutal verprügelt. Dass keiner gestorben ist, grenzte an ein Wunder. Er fotografierte eine friedliche Studentendemo, als die Staatsmacht plötzlich zuschlagen ließ. Das Land empörte sich über diese Bilder. Was mit einigen Tausend begann, wuchs in wenigen Tagen auf 800.000 Menschen an. Hier forderte Václav Havel den Rücktritt der kommunistischen Führung und freie Wahlen. In dieser Umbruchzeit wurde Nemec Havels Fotograf. Er meint, Havel erst habe die Revolution zu einer samtenen gemacht. Die Atmosphäre war so angespannt, aber er hat mit seiner Weichheit und seiner Lebenseinstellung nur eine friedliche und legitime Revolution zugelassen. Zu Hunderttausenden versammeln sie sich nun wieder in Prag und wieder steht Tomki Nemec am Rand. Es geht gegen Ministerpräsident Babiš, der mit seinem Reichtum die Presse kauft und beeinflusst und der beschuldigt wird, sein Amt für persönliche Vorteile zu nutzen. Ist der Druck heute wieder so groß wie damals? Ansichtssache. Damals und heute könne man vergleichen, meint sie. Wir sind hier, damit Geschichte sich nicht wiederholt. Wir haben viel Freiheit, aber wir dürfen ihren Preis nicht vergessen. Und dass man Regeln einhalten muss, um die Freiheit zu bewahren. Tomki Nemec meint, der Vergleich hinke. In ganz Ost- und Mitteleuropa wurde damals das kommunistische Regime gestürzt. Da wurde Geschichte geschrieben. Heute ist die Situation sicher auch nicht ideal. Es ist gut, dass die Leute sich mobilisieren. Der Mann, gegen den sie sich mobilisieren, gibt sich demütig gegenüber Vergangenem. Nicht stolz auf seine Parteimitgliedschaft damals, sagt er bei der Feierstunde, voller Respekt für Freiheitskämpfer wie Havel. Aber die Demos heute lassen ihn kalt. Ich verstehe nicht, warum es heißt, die Demokratie sei in Gefahr. Kennen Sie ein Beispiel? Ich nicht. Wir haben freie Wahlen. Ob gegen die Regierung oder beim Fest für die Freiheit, die Tschechen können nun angstfrei ihre Meinung sagen. Dass sie das heute können, ist das Vermächtnis von Václav Havel und der samtenen Revolution. Und natürlich haben nicht nur die Tschechen heute Anlass zum Feiern, sondern auch die Slowaken. Das hätte ich nicht vergessen dürfen. So viel Zeit muss sein. Jetzt nochmal Heinz, der uns mitnimmt in die Karibik. Nach Havanna. Das hat ein Wochenende der Feierlichkeiten hinter sich. Vor 500 Jahren gründeten die Spanier die heutige kubanische Hauptstadt. Das wurde entsprechend groß gefeiert am Kapitol, dem Wahrzeichen der Stadt. Ein Spektakel fürs Volk, ebenso wie für Staatschef Díaz-Canel und seine vielen ausländischen Gäste. Etwas Ablenkung von den alltäglichen Versorgungsengpässen, hervorgerufen auch durch die immer noch bestehenden US-Sanktionen. Zum Tennis. Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat die ATP Finals in London gewonnen. Er setzte sich im Endspiel in drei Sätzen gegen den Österreicher Dominic Thiem durch.
In der Formel 1 heute großer Preis von Brasilien. Den hat Max Verstappen gewonnen. Für Sebastian Vettel war das Rennen nach dieser Kollision mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc in der 66. Runde vorzeitig zu Ende. Auch Leclerc schied aus. Die Entscheidung über die Podiumsplätze fiel erst in der Schlussphase. Hinter Max Verstappen wurde Pierre Gasly Zweiter. Lewis Hamilton, der bereits als Weltmeister feststeht, war als Dritter ins Ziel gekommen, bekam aber noch eine 5-Sekunden-Strafe und damit Platz 7. Dritter wurde Carlos Sainz. Seit Jahrzehnten mühen sich Physiker ab mit der Suche nach der Weltformel, einer Theorie, die erklärt, dass die Welt exakt so sein müsse, wie sie ist. Das ist genauso faszinierend wie schwer zu begreifen. Alle Materie besteht aus winzigen schwingenden Saiten. Die Vielzahl der Schwingungen erzeugt eine Vielzahl von Kräften und Teilchen. So lässt sich die Grundidee der String-Theorie vereinfacht beschreiben. Eine Denkrichtung, die in der Physik neue Fans gewinnt. Darunter einen, der gar kein Physiker ist, sondern einer der international erfolgreichsten deutschen Künstler. Anselm Kiefer hat in seiner neuen Schau aus der String-Theorie Kunst gemacht. Und er braucht dafür viel Raum. Diana Zimmermann. Anselm Kiefer ist verblüffend gut gelaunt. Jedenfalls, wenn man bedenkt, dass er einmal mehr Quadratmeter groß zerstörte Landschaften geschaffen hat und viele aktuelle politische Entwicklungen apokalyptisch nennt. Doch der Künstler sieht sich in seiner Sicht auf die Dinge bestätigt. Die Tatsache, dass jetzt die Welt scheinbar aus den Fugen gerät, also das überrascht mich nicht so sehr, weil ich habe immer gesagt, ich habe mich ja sehr mit der deutschen Geschichte beschäftigt und ich habe immer gesagt, dieser Morast, der da war oder der da ist, ne, der ist nur dann zugedeckt von einer dünnen Schicht, die hat jetzt eine Weile gehalten und jetzt hoffen wir, dass es weiterhält. Aber es ist in Gefahr, weil jetzt blubbert es jetzt wieder so hoch. Ne? An Morast erinnern so einige der Kieferschen Bilder, voll Zentimeter dicker Farbe, Stroh, Ästen und allen möglichen Dingen, die darin stecken. 16 von ihnen, monumental wie üblich, hängen nun in der Londoner Galerie White Cube. Bisher hat Kiefer sich bei seinen Weltdeutungen auf Mythologie und Geschichte konzentriert. Nun wagt er sich an das größte Rätsel der Physik, die String-Theorie. Sie sagt, dass alle Materie aus schwingenden Saiten besteht und will mit dieser einen Theorie alles erklären, Universum und Materie. Leider ist die Stringtheorie unbewiesen. Im Kosmos herrschen andere Gesetze als im Kleinsten. Und das ist natürlich für einen Wissenschaftler unhaltbar. Er sucht natürlich das auszugleichen, dass er ein Gesetz hat, das überall Anwendung findet. Und die Künstler suchen auch das letzte Bild, ne? Das ist das beste Bild, das überhaupt ist. Und das wird auch nie eintreten. Kiefer verleiht der Idee von den alles miteinander verbindenden Seiten seinen eigenen Erzählfaden. 30 Vitrinen hat er mit alten Drähten gefüllt. Gordische Knoten, noch lange nicht aufgelöst von der Weltformel, drohen den Rahmen zu sprengen. Wenn seine Kunstwerke kaputt gingen, wäre das auch nicht schlimm, sagt der 74-Jährige. Schließlich ginge alles irgendwann kaputt und lacht. Die Ausstellung läuft in London noch bis Ende Januar und falls Sie Lust auf einen Besuch haben. Jetzt gucken wir an diesem Sonntag erstmal auf das, was uns erwartet in der kommenden Woche. Ab morgen also der Heute-Journal-Ausblick. Boris Johnson gegen Jeremy Corbyn, Tories gegen Labour. Ganz Großbritannien schaut am kommenden Dienstag auf ihr TV-Duell. Mitte Dezember wählen die Briten ein neues Parlament. Corbyn will die Brexit-Gegner hinter sich scharen. Johnson liegt in Umfragen vorn und hofft bei einer Mehrheit auf einen Brexit zum 31. Januar. 8 Jahre hat es gedauert, jetzt ist die Hochmoselbrücke fertig. Ab Donnerstag wird sie für den Verkehr freigegeben. Bis zu 160 Meter hoch spannt sich die zweithöchste Brücke Deutschlands über das Moseltal. Kosten 175 Millionen Euro. Kommt es in Leipzig zum Aufstand gegen Sie? Von Donnerstag bis Samstag muss sich Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag in Leipzig behaupten.
Zuletzt gab es immer wieder Zweifel an der Führungskompetenz der CDU-Vorsitzenden und Verteidigungsministerin. Mit Spannung erwartet auch der Auftritt von Friedrich Merz. Und noch ein Ausblick auf die neue Woche, das Wetter. Morgen fällt im Westen Regen, oberhalb von 300 bis 500 Metern Schnee. Im Osten gibt es Regenschauer, sonst ist es trocken, aber oft trüb. Die Temperatur erreicht 2 bis 8 Grad, im Nordosten 8 bis 13 Grad. Am Dienstag kann es örtlich etwas regnen, später gibt es bei 2 bis 11 Grad meist ruhiges Herbstwetter mit allerdings eher wenig Sonne. Nur an den Küsten weht zeitweise ein starker bis stürmischer Wind. Perfektes Fernsehwetter. Morgen sind Gundula und Klaus hier für Sie da vom gesamten Heute-Journal-Team. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie sich einen angenehmen Sonntagabend. Und starten Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen. Ciao.